Mark Ellsberg wurde bekannt mit Blackout, einem Thriller über einen europaweiten Stromausfall und die Folgen, die es hat, wenn kein Strom zur Verfügung steht. Erschienen ist der Roman 2012, also vor 13 Jahren. Ellsberg hat damit präzise jene Themen vorweggenommen, die uns im letzten Winter beschäftigt haben. Jetzt ist der neue Roman von Mark Ellsberg erschienen. Celsius heißt das Buch. Es ist ein Klimathriller. Aber anders als Sie denken. Hintergrund des Thrillers ist natürlich die Klimaerwärmung, aber eben nicht nur. Im Roman entscheidet sich China dazu, ins Klima einzugreifen. Das Land will sich die Erwärmung des Mount Everest nicht länger gefallen lassen. Wir kennen heute Kriege, die wegen des Klimas geführt werden. Mark Ellsberg skizziert in seinem Buch eine dystopische Zukunft, in der ein Krieg um das Klima geführt wird. In meinem 149. Buchtipp sage ich Ihnen diese Woche, warum das Buch auch dann lesenswert ist, wenn Sie sich für die Klimakrise gar nicht interessieren. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche Celsius von Mark Ellsberg. Alles beginnt damit, dass vor einem Flugzeug der Singapore Airlines auf dem Weg nach Taipei auf Taiwan mitten über dem südchinesischen Meer plötzlich riesige monströse Fluggeräte auftauchen. Passagiere filmen, wie die Fluggeräte nur knapp über und unter dem Flugzeug passieren. Sie sind schwarz, größer als jedes Verkehrsflugzeug, haben 6 Flügel und kein Cockpit. Sind es UFOs, attackieren Außerirdische oder greifen die Chinesen jetzt Taiwan an? Der amerikanische Präsident wird aus einem Fundraiser-Dinner geholt und in den Situation Room geführt. Die Generäle reden schon von Gegenschlägen. Sie wollen China angreifen. Über einen Vermittler erhält der Präsident Kontakt zu einer Klimawissenschaftlerin der UNO. Fei Oyetunde analysiert die Bilder und kommt zu einem anderen Schluss als die Generäle. Bei den riesigen Fluggeräten handelt es sich um Drohnen, die in der Lage sind, bis in die Stratosphäre aufzusteigen. Ihr Auftrag? Geoengineering. Die Beeinflussung des Klimas. China will die Klimaerwärmung stoppen, indem die Drohnen im großen Stil Aerosole in die Stratosphäre bringen. Da sollen die Stoffe die Sonne reflektieren und so die Erderwärmung bremsen. Wie seine anderen Bücher auch, besteht der neue Thriller von Mark Ellsberg zur Hälfte aus korrekter Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, und zur anderen Hälfte aus den Bestandteilen eines Thrillers, die das Buch zum Page-Turner machen. Ellsberg beherzigt dabei die Maxime von Friedrich Dürrenmatt: Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Das gilt für beide Hälften der Geschichte, also für das Klimaszenario wie für den Thriller-Teil. Natürlich bleibt China nicht die einzige Macht, die das Klima beeinflussen will. Das Resultat der Abkühlung ist zunächst, dass die Erdölindustrie noch mehr Erdöl fördert und die Menschen sich erst recht nicht mehr an Umweltauflagen halten wollen. Die Abkühlung selbst führt, wie die Erwärmung, zu Extremwetterereignissen. Und natürlich gibt es einen Bösewicht mit James-Bond-Format, aber keinen rettenden James Bond. Amerikaner, Chinesen, Deutsche, Inder und verschiedene afrikanische Staaten verwickeln sich in eine epische Auseinandersetzung über das Weltklima. Der Begriff Klimakrieg bekommt dabei eine ganz neue Bedeutung. Bislang wurden Kriege wegen des Klimas geführt. Im Buch von Ellsberg führen die großen Mächte auf der Welt plötzlich Krieg um das Klima. Das Packende an der Geschichte ist nicht nur die Story, die ist spannend, zweifellos. Ellsberg versteht sein Handwerk. Unter die Haut geht die Geschichte, weil die Bestandteile der Vision alle bereits vorhanden sind. Die Wirbelstürme in Europa, die Dürren und die Überflutungen in den USA, die Uneinsichtigkeit der Wirtschaft und der Politik, die Hilflosigkeit der Wissenschaft. Das alles kennen wir aus der Gegenwart nur zu gut. Mark Ellsberg nimmt diese realen Puzzleteile und setzt sie zu einem dystopischen Bild zusammen. Dem schlimmstmöglichen Bild. Einem Bild, das wie die Vision vom großen Stromausfall durchaus Realität werden könnte.
Es ist diese Realitätsnähe, die das Buch unter die Haut gehen lässt, nicht der große Thrillerbogen. Der ist spannend, es macht Spaß, die über 600 Seiten zu lesen. Was bleibt, ist das, was real ist im Buch. Es ist viel mächtiger und angsteinflößender als der Bösewicht im James-Bond-Format, die Morde und die Skrupellosigkeit der Politiker. Es ist die Realität der Klimakrise, die einen packt und nicht mehr loslässt. Celsius von Mark Ellsberg ist im Blanvalet Verlag erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut.